Television zeigt Musiker, die gute Gründe hatten, lange wegzubleiben und gute Gründe hatten, wiederzukommen. Die Ärzte. I'm Steven Tyler. I'm Joe Perry. Aaron. Was habt ihr denn an dem Morgen gefrühstückt, als ihr beschlossen habt, zurückzukommen, ein Comeback zu machen? Also, ich habe mir das Frühstück halt just 2 Wochen vor diesem Comeback abgewöhnt. Und aus so Geldgründen? Aus Geldgründen. Zu früh und auch. Und dann hat plötzlich Farin angerufen und gesagt, sag mal, Felse, hast du Bela, hast du nicht mal Lust, endlich wieder so richtig schön ein Brötchen zu frühstücken, nicht mal Olle Graham Brot. Ja, und dann hat gesagt, ja, hast du eine Idee? Ja, die habe ich. Ja, 20 Minuten und 20 Mark später gab es die Ärzte wieder. Arschloch. Wir sind ja mehr so eine Top-40-Band, also wir können ja nicht alles spielen. Ich möchte eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Aus Berlin. Aus Berlin. Live dabei heute Abend für euch. Tele. Wisch, 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 wisch. Die Augen zu und küss mich. Mach mir ruhig etwas vor. Wenn du willst, kannst du dann gehen. Aber denk dran, ich bin ich verloren. Es ist mir absolut egal, ob du nur noch mit mir spielst. Tu, was du willst. Braucht ihr eine bestimmte Idee um die Reihenfolge im, während des Konzerts? Also gibt es da oder so, gibt's da so eine Konzeptalben? Habt ihr sowas auch, da schon eine Reihenfolge festlegt? Das läuft bei uns komplett über Ted. Also, Ted? Ja, ja, das gibt so. Genau. Also wir haben 40 Telefonistinnen hinter der Bühne und dann gibt es halt eine Nummer, die wird am Anfang des Konzerts durchgesagt. Die Leute haben ja alle Funktelefone mittlerweile, die rufen dann halt da an und sagen so, als nächstes Lied würden wir gerne das und das hören und dann die Telefonistinnen werten das dann aus. Wir haben sowieso auch für die Ansagen so kleine Teleprompter auf der Bühne und weil sonst sind wir verloren. Ich weiß ja nicht, in welcher Stadt wir hier sind. Also Nürnberg zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht, dass es Nürnberg ist. Erinnert mich ein bisschen an Berlin. Arschloch! Wir wollen jeden Abend Polizisten anzünden, den Reichstag auch anzünden gleich. Schönhuber sowieso anzünden und zwar 10-mal hintereinander. Mit Schachfiguren? Mit Schachfiguren und uns selber zusammenschlagen. Ich denke nicht, dass sie es machen. Das mit den Schachfiguren finde ich ganz in Ordnung. Wo sind hier die Polizisten? Na, das wird alles zusammen machen. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Macht ihr von euch, von dem Konzert ein Video? Ein Video und guckt das hinterher an, und um Sachen zu ändern? Oder ist das eigentlich nicht notwendig, das, weil das ja alles sowieso spontan entsteht? Das ist reine Manöverkritik. Ach ja. Ja, ja, weil Teleprompter lesen will ja auch gelernt sein, weil das sind schwarze Buchstaben auf schwarzem Grund. Hm. Und da ist halt auch mal ein Versprecher drin. Also ich glaube, ich habe mich beim 14. Konzert einmal versprochen, dann bin ich erstmal aus der Band geflogen, dann habe ich mich wieder eingeklagt. Und so, da musste die Tour kurz unterbrochen werden. Und dafür wird jetzt, also auch die Interviews werden halt hinterher nochmal schön durchgegangen. Der Bela filmt übrigens gerade. Ah ja. Lustig. Und schon bin ich wieder hier. Und schon ist er wieder da. Das geht ganz fix. Schwarze Karten, die sind blau. Wer hat euch denn versucht abzuhalten von eurem Comeback? Muttern. Warum? Muttern meinte, Junge, lern was anständig. Pack die Gelegenheit beim Schopfe, mach eine Lehre. Geh zur Bank, geh zur Polizei. Hab ich? Also, ihr habt euch ja alle gefragt, wir waren 5 Jahre weg, wo war denn der Farid in den 5 Jahren?
Ich war beim Bund. Ich hab meinen Panzergrenadier gemacht. Also, wenn's mal nicht mehr klappt mit der Musik, kann ich trotzdem Lärm machen. Es gab noch jemand, der versucht hat zu verhindern, dass die Ärzte wieder zusammenkommen. Mhm. Das war hier Rodrigo González. Ja. Da hat er einfach gesagt, das Felsen, das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt hier super viel Geld verdienen sollen und kreischende Teenies, hübsche Frauen backstage, das ist doch nicht alles. Ja. Bela, bitte nicht schon wieder. Mhm. Nicht so wie bei den Rainbirds. Und dann habe ich gesagt, komm, doch, doch. Und dann hat er gesagt, naja, dann spiele ich wenigstens mit, um das Schlimmste zu verhindern. Und zumindest mit den hübschen Frauen backstage, das hat er verhindert. Losgelassen, wenn Schwestern und Brüder sich wieder hassen. Wenn Bomben fallen, Terror regiert und der Mensch im Allgemeinen zum Hass tendiert. Das, was mir dazu einfällt, für die Rettung dieser Welt. Also es ist ja viel darüber geschrieben worden, dass das Geld und der gebliebene Kanzler und Langeweile und so weiter und so fort, dass das der Grund war, weswegen ihr zurückgekommen seid. Welchen Grund haben euch denn die Journalisten noch nicht abgenommen? Die Journalisten sind ja, also gerade auch Leute, die beim Fernsehen arbeiten, sind ja im Grunde ihres Herzens und ihrer Seele ziemlich simple Gemüter. Die haben uns eigentlich sehr alles abgekauft. Stellst du das darüber? Und, oh Gott, dieser Hund. Macht's nicht. In der ersten Reihe. Mindestens fünf Fragen hat Ole vergessen zu stellen. Aber jetzt sitzen wir im Wartezimmer. Ja, schmeiß den Hund am besten runter, der nicht ins Kissen macht. Hey, was wolltet ihr eigentlich werden? Wolltet ihr schon immer Musik machen? I want to be a full-time dreamer. Public work of children. Schuh verkaufen? Ja, auch nicht schlecht. Hat er gesagt, er will Schuhe verkaufen? Albani. War die denn damals gut in der Schule? Ich meine, ihr seht ja nicht gerade aus wie ein paar Musterschüler. Das ist, trifft darauf ein, in dieser Bande hier zu. Einer von uns war kein Musterschüler. Wer wohl? Ja, wie macht ihr das eigentlich, dass ihr immer noch in eure witzigen Klamotten reinpasst? Diese witzigen Klamotten lassen wir einfach vergrößern, verlängern, je nachdem, wie sie eingelaufen sind. Ich lasse die Dinger einfach an. Ich meine, das ist ein großer Vorteil, wenn man reich ist. Irgendwie so, man kann Ganzkörperreinigung bezahlen. Ich gehe mit meinen Klamotten in die Waschmaschine. Und wir dürfen sogar stinken, weil wir haben genug Geld. Ich hätte gedacht, die kaufen sich dann wieder neue Klamotten und so und gehen dann in den Shop und so. Aber anscheinend tun sie dir immer noch ein bisschen Ganzkörperreinigung da. Wie das bei euch war, vor dem Reich und berühmt werden, ob ihr da bestimmte Wünsche oder Träume hattet, wie zum Beispiel eine Weltreise, und ob ihr euch die dann erfüllt habt oder ob die plötzlich sinnlos waren? Ja. 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 Also ein bisschen enttäuschend ist es ja für mich. Wieso? Naja, ich weiß nicht. Würdet ihr Freunden von euch eure eigene CD schenken? Das tun wir doch die ganze Zeit. Dafür kriegen wir ständig Golden- und Platinplatten verliehen, weil geschenkte CDs zählen auch dafür. Wir haben nämlich viele Freunde. Als wir allein und auch du und ich und alle werden seine Munition sein. Das, was mir dazu anfällt. Die Ärzte haben mir im Interview gesagt, sie würden gerne Polizisten anzünden und den Deutschen Bundestag anzünden und Franz Schönhuber anzünden und solche Sachen. Haben die irgendwas davon geschafft heute Abend in der Show? Nee, leider nicht. Ich bin ein bisschen fertig im Moment. Ein paar Parolen, aber mehr nicht. Wie war die Show? Super. Na, verhaut haben sie keinen und Polizisten angezündet haben sie auch keinen. Noch nicht.
Arschloch, Arschloch, Arschloch. Wir sind die Ärzte und ihr seht Television. Television ist so eine Sendung, wo man immer so zum Scheibenwischer hin und her geht. Es gibt viele Künstler.